So, liebe Leute, da sind wir auch wieder da mit einem neuen Spiel. Wobei, neu ist es nicht ganz. Es kam schon 2018 raus, aber ich habe jetzt Zugriff dazu gekriegt und es wurde gewünscht. Rolling Line. Das ist eigentlich ein VR-Spiel, geht es aber auch als Non-VR, so spiele ich es jetzt gerade. Und es ist ein Modelleisenbahn-Simulator. Deiner oder andere kennt es vielleicht schon. Ich kann es auch schon, habe es nur nicht gespielt, jetzt aber schon. Ich habe ein bisschen reingespielt, gerade wegen der Steuerung. Und ich würde sagen, wir schauen uns da mal ein paar schöne Modelleisenbahnanlagen an und spielen ein bisschen rum. Währenddessen würde ich sagen, mache ich mal die Musik ein bisschen leise. Ist mir gerade ein bisschen zu laut. Okay, das sind die offiziellen Maps hier. Top of the Island, United States, Santa Fe, Wicker Pass. Und ich würde sagen, wir schauen uns Brasilien, Paranapiacaba an. Wie auch immer man das ausspricht. Gehen wir mal rein. Sollte eigentlich nicht allzu lang dauern. Und da sind wir auch schon da. Ist das nicht geil? Die Modelleisenbahnanlage. Und richtig schön detailliert. Hier sogar mit historischen Fakten mit dazu. Kann man sich durchlesen und echten Bildern. Ist nicht bei jeder Karte so, aber zumindest bei den offiziellen, ne, haben wir das. Und da hast du hier deinen Remote Controller. Da kannst du hier die Lok dann auswählen und dann hin und her schicken. Jetzt schauen wir uns doch mal an, was wir hier so haben. Hier zum alten Güterabstellplatz. Schön gemacht. Sowas finde ich immer toll zum Erkunden. Und man kann auch als First Person da reingehen und sich das so anschauen. Das alte Stellwerk. Und hier mal den großen Güterbahnhof, beziehungsweise Personenbahnhof, der sich hier aufteilt. Hier geht es irgendwo im Berg rein. Und haben eine Dampflok da im Schuppen drin. Nice. Und das sieht mit Kohlung aus oder Entschlackung. Oh, und wir haben eine Standseilbahn hier drin. Eine alte. Die dann hier runter geht. Über die Brücke. Bis hierhin. Da habe ich historisch ein bisschen nachgelesen. Das war die alte Bergstrecke quasi. Die ist jetzt nicht mehr in Betrieb. Sie ist zwar physisch noch da, aber halt in keinem guten Zustand. Und neu fahren sie hier da mit Zahnradantrieb. Und ich würde sagen, das ist auch die erste Lok. Die werden wir mal fahren lassen. Auf Stufe 4. Eine Elektrolok. Wir werden uns mal hier hinstellen. Uns das mal angucken. Und ihr seht, die Umgebung tut sich dann verändern. So nach dem Motto, mal wer ist da wirklich drin. Nice. ich weiß, dass hier doch irgendwo einen anderen Zug hat. Den müssen wir auf die Strecke schicken. Sonst gibt es ein Problem hier. Ah, genau. Der hier ist es. Ich glaube, das ist eine Alco PE Elektrolok. Die schickt man jetzt einmal los. Auf Stufe 4. Dann fahren die zwei hier mal. Es gibt so viel zu entdecken hier. Ja, da ist hier so die Nebenstrecke, die da weggeht. Da zum Beispiel eine vergessene Abstellung hier mit verrosteten Loks. Das ist einfach Liebe zum Detail. Da ist im Dschungel drin. Wobei das sieht aus, als würden sie irgendwie abracken. Mega schön. Das sind die zwei Hauptstrecken. Und aber sogar Infos. Schauen wir mal. The township of Panama is well preserved and many people still call it their home. Some buildings are kept in good condition while others have become very derelict after many years of abandonment and neglect. Okay. Also, einiges ist hier doch heruntergekommen.
Ja, und hier haben wir den Schatten. Na, kein Schattenbahnhof, aber Schattenstrecke. Hier ist der Schattenbahnhof. Oh, und Kaffee. Das ist eine sehr gute Idee. Ich soll vielleicht auch mal kurz einen Kaffee trinken. Ah, Kaffee. Kann man nichts falsch machen. Södele. Hier haben wir den Table mit den ganzen Loks. Da kann man hin und her schalten. Und sich schon was aussuchen, um das auf die Strecke zu tun. Zum Beispiel die hier. Die nehme ich jetzt einfach mal. Und kann die dann einfach so platzieren. Und dann so anschubsen. Und baue mir dann quasi so meinen Zug zusammen. Oder die Komposition. Es gibt natürlich auch Workshop. Kann euch das auch mal zeigen. Da habe ich schon ein bisschen was runtergeladen. Also die ganzen Workshop-Inhalte. Es ist viel Amerikanisches natürlich dabei. Und, halt, eins zurück. Da zum Beispiel so die Luxuswagen, Pullman-Cars. Und natürlich auch Workshop-Karten. Was haben wir hier drin? Also Objekte zum Bauen. Farbsachen. Aber Strecke werde ich hier keine bauen. Ist es mehr so zum Gucken und ein bisschen mitspielen. Und ich würde sagen, wir schnappen uns mal die Lok da und gehen mal rein. Und jetzt sind wir drin. Headlight, Caplight. Oh, da kriegt man Laudi. Ah, oh, wird schneller fahren hier. Kann mit der Kamera ja auch ein bisschen schummeln. Aber in VR stelle ich mir das mega geil vor. Vielleicht probiere das mal einfach so für mich. Das ist nur zum Aufnehmen doof, das VR. Sollte man meine eigene Modelleisenbahn mal wieder aufbauen. Steht hier da in Kisten. Ich habe schon ein bisschen Lust, wenn man das hier so sieht. Und es gibt Unfälle. Das ist auch witzig in dem Spiel. Werden wir garantiert noch sehen. Okay. Das wäre mal das hier. Ich würde sagen, wir schauen uns mal eine andere Map an. Gehen wir uns einfach auf Your Maps. Ah, na, das sind meine drin. Gehen wir auf Downloaded Maps. Das sind jetzt quasi die aus dem Workshop. Und schauen uns beispielsweise Mountain Pass mal an. Fallen die dann einfach um? Nee, nicht ganz. Ich kann es ja gerade mal vorführen, was passiert, wenn es hier einen Unfall gibt. Oh, da braucht es schon mal länger zum Laden. Oha. Da ist ein bisschen was los hier. Alles klar. Also die kenne ich jetzt auch noch nicht. Guck mal, so ein Güterterminal mit so einem Schiff. Ach, das ist eine Fähre. Die fahren da rein. Okay. Rundherum. Da steht ein einsamer Güterzug. Was auch immer das hier sein soll. Oh krass, da hat sich jemand echt Mühe gegeben. Der fällt bald runter. Da haben wir einen echt langen Personenwagen. Zug. Und ich glaube, was soll man den Dampflok mal fahren lassen? Wisst ihr was? Wir lassen hier mal. Ja, welche Dampflok lassen wir denn fahren? Ich würde sagen, die da. Ach, bei der kann man natürlich wieder reingehen. Bäh. Sieht dann so aus. Oh, ah, da. Und je nach Karte hast du hier dann sogar so ein Schaltbrett, wo du dann die Weichen umstellen kannst. Nice, der fährt jetzt mal. Wobei, man muss jetzt hier mal ein bisschen aufpassen. Bei manchen Karten stehen die Züge
die man fahren lassen sollte. Oh, da gibt es eine Bergstrecke. Und dann gibt es halt einen Unfall. Dich lassen wir jetzt auch mal fahren. Da geht es ganz schön steil nach unten. Viel Spaß da beim Runterfahren. Schaffst du das? Anscheinend. Okay. Unsere Big Boy. Boah, das sieht so nice aus, wenn die da um die Kurve fährt. Haben wir sonst noch was, was wir hier starten können, was vielleicht auf der Strecke steht? Nö. Okay, dann werden wir hier die anderen Züge nur starten. Und hoffen, dass es keinen Unfall gibt. Wenn wir dich mal mit 4 starten. Ach, weißt du was? Wir brauchen einfach mal alles. Und du auch hier mit 4. Wird schon schief gehen. Wo fährt eigentlich der hin? Der fährt dann da runter, da rüber und dann da rein. Ja, das Hupen, das machen die total random. Wo sind die Big Boy hin? Boy? Oh. Hat jetzt schon einen Unfall gehabt? Die war doch zuerst hier irgendwo. Zug vermisst. Gibt's doch nicht. Wo sind die Dampflok hin? Ach, da ist sie. Ich habe eine vergessen. Die steht hier nur so als Prop. Achso, ja, die hier. Und Abmarsch. Mal schauen, ob es dann hier irgendwo kracht. Na, scheiße, hier wird es jetzt gleich krachen. Fuck. Oder? Ah, nein. Unsichtbares Gleis nach da unten. Okay, ansonsten hätte ich gedacht, hier wird es jetzt gerade entgleisen. Wo fährt denn der hin? Der fährt da unten rein. Und der dann wieder raus. Okay. Kommt hier hoch. Ach, und hier kommt er wieder raus. Das ist schlau gemacht. Coole Sache. Also hätte ich so eine Anlage in echt, dann würde ich glaube ich den ganzen Tag hier spielen. Coole Sache. Ansonsten. Der macht hier seine Runde. Das ist der von der Bergstrecke. Vor einzelnen Sheerlocks. Also man kann natürlich auch so für sich da jetzt rumfahren. Sachen ankoppeln, hin und her düsen. Also die müssen nicht von alleine fahren. Was ist das hier? Was wie ein Denkmal. Okay. Und jetzt zeige ich euch mal, was passiert, wenn man einen Unfall hat. Wir werden jetzt die Lok da einfach mal fahren lassen. Maximalen Speed. Ach ja. Wenn wir mal noch ein paar Wagen hätten, die würden dann in alle Richtungen hinweg springen. Ich muss sie mal wieder aufgleisen, die arme Lok da. Achso, jetzt habe ich sie kopiert. Destroy. Okay. Cool, die Map. Schauen wir uns die nächste an. Das haben wir das mal hier gesehen.
Downloaded Maps. Was machen wir denn? So als Mountain Pass. Die kenne ich, die sind nicht fertig. Nevada, Arizona, Utah. Das klingt nur interessant. Die Leute fehlen. Ja, die habe ich bis jetzt auch noch nirgendwo gesehen. Nicht implementiert. Oder die haben Angst. Die wissen, was ihnen blüht. Oh, krass. Das ist groß. Okay, Riesenbahnbetriebswerk hier. Da steht auch schon ein Güterzug. Ich glaube, in den tun wir jetzt mal reinsetzen und fahren mit dem mal und schauen uns die Strecke mal an. Den Güterzug vielleicht dezent zu schnell. Da sind die Schienen nicht verbunden. Was zum... Alles klar. Okay. Kannst du da drauf auch fahren? Nur damit ich das mal probiert habe. ich wette, du stürzt ab, oder? Nee, oder? Ah, wie geil. Ich würde sagen, das ist nicht so ganz realistisch. Gehen wir zurück zu unserem Zug hier. Wollten wir dem eigentlich mitfahren? Ja, ich muss es unbedingt in VR ausprobieren. Das muss ja so cool sein. Den jetzt mal so nachgehen, schauen wir mal, wo er hinfährt. Oh, der fährt da rein. Anhalten, anhalten, anhalten. Das ist vielleicht nicht so gut, wenn du hier reinfährst. Oh, mal rückwärts. Bicken den da mal auf die Strecke, würde ich mal sagen. Ja, einfach geradeaus mal fahren lassen. Südele. Einmal anhalten, wenn wir hier das umlegen, dann fährst du da gerade. Da werden wir da sowieso rauffahren. Okay. Dann kann der wieder düsen. Und so einen kleinen See hier. Wo geht die Strecke dann weiterhin? Hier würdest du nach rechts fahren. Da hinten. Und so eine kleine Abstellung hier. Industrie. Wo es in den Kreis reingeht. Okay. Noch eine Stadt oder die gleiche, ganz dezent die Orientierung verloren. Okay, also wenn der jetzt dann da rechts reinfährt, dann fährt er da entlang über die Kreuzung da.
marschiert dann links vorbei. Durch Nevada durch. Nice. Das ist anstrengend gemacht. Moment, jetzt gesagt, da auf der rechten Felder dann. Und hier fährt er links. Wen geht es links? Ah. Sechs mehr. Ah, das ist nachgebildet. Fährt dann da rein, fährt dann da auf die linke Spur. Fährst dann hier rechts. Ist das schlau, wenn du da rechts fährst? Ja, wie groß ist denn das hier? Ach, lass mir die Sachen da mal nochmal fahren. Dir können wir einmal einen Vierer geben. Es ist eine mega Map hier. Okay. Und auch noch meine Abstellgruppe. Santa Fe-Wagen. Die schauen ein bisschen kurz aus. Für meinen Geschmack. Okay, da geht es in die Wüste wieder rein. Und die fahren dann hier wieder vorbei. Da haben wir einen Personenbahnhof. Und da ab in die Schleife. Dann sind wir wieder am Anfang. Boah, das ist riesig. Oh, brennt da was? Okay. Wir brauchen die Feuerwehr. Da haben wir auch noch ein Güterterminal, aber mit ohne Lok. Flughafen. Und da steht noch ein Zug. Der nicht fährt. Komm. Abmarsch mit dir. Staudamm. Ich glaube, das wird der Huber-Staudamm sein, in sehr kurz. Und ein Unfall. Ah, da hat sich jemand mal richtig ausgetobt. Unser Personenzug, der fährt der links oder rechts? Der fährt rechts. Ah, das sieht aus, als würde der nur so eine kleine Schleife dann machen. Da haben wir auch noch einen. Sehr nice. Aber für meinen Geschmack ist mir das jetzt schon wieder ein bisschen zu groß. Hier steht auch noch einer. Ah, das ist unser Mega-Güterzug da. Kommt auch mal vorbei. Ja, such mal uns was Kleineres aus. Was wirklich wie so ein... keine Modelleisenbahn, Eisenstadt 181. Somewhere in England. Na, zuerst England. Bin ein Fan von englischen Stricken. Okay. Ja, das sieht schon eher nach Modelleisenbahn aus. Ach ja, weil ich es gerade sehe. Man kann hier natürlich auch die Magazine lesen. Gibt es gratis beim Spiel mit dazu. Und kann es dann halt so lesen, was so im Spiel Neues passiert ist, im Allgemeinen. Es ist mega cool gemacht. Das gab mit echten Fotos. Aber da gab es schon lange kein Neues mehr. Leider. Also, schauen wir mal. Das soll jetzt irgendwo in England sein. Eine kleine Industrie da. Schönes Viadukt. Eine Bergstrecke da oben. Also, kleine Fischerei. Ach, da fährt sogar was. Ein Güterzug. Der von anderen raufgefahren ist. Das müssen wir irgendwie beheben. Anhalten bitte.
Okay, und du fährst jetzt mal rückwärts. So. Wo ist denn die Lok von dem? Kannst du damit dreimal nach vorfahren? Kommt der nächste Güterzug daher? Was hast denn du für eine Stufe? 4. Machen wir den auch auf 4. Der bleibt erstmal hier stehen, damit wir Abstand haben. Wo kommt denn eigentlich hin? Roundhouse. Nice. Schön gemacht. 3, 4, 0, 7. Ah, okay, die haben alle die gleiche Beschriftung. Aber schön. Die fahren dann alle hier da rum. Hier dann auf die. Nice. Pullmanwagen. Aber das sind auch wieder so zusammengestaucht irgendwie. Sehr schön. Er ist jetzt mittlerweile ein bisschen weiter weg, dann können wir dich mal fahren lassen. Mit 4. Unser kleines Güterterminal. Was haben wir sonst noch so? Die Ortschaft hier. Ah, oh, das ist auch nett. Hier mit dem Personenbahnhof. Oh, fährt hier oben auch was? Also ich sehe zumindest nichts auf der Strecke. Fliegt das Flugzeug herum? Oh ja, Tatsache. Sieht aber aus wie ein Bomber. ja, sonst glaube ich hier keinen Zug mehr unterwegs. Das fährt alles, was fahren soll. Guck mal, mit dem mal hier fahren. Nein! Ah, scheiße. No! Wir haben da was verloren. Fahr zurück. Komm, einmal wieder ankoppeln. Super. Und jetzt möchte ich da rein. Schönes Geräusch da. Schneller fahren hier. Was, da steht doch eine im Bahnhof. Echt? Wo? Wo bin ich? Da bin ich. Nee. Der andere Bahnhof war doch da hinten. Gut denn? Da war ja kein Bahnhof irgendwo. Weißt du was, aber die Lok da, schicken wir mal auf die Bergstrecke. Tust du mal ganz kurz anhalten hier. Wie kommen wir hier auf die Bergstrecke drauf? Das ist die Strecke da, das heißt, wir müssen da nach links. Okay. Du musst hier so. Und du bist schon richtig. Okay. Das mit dem Glasdach. Ups. Glasdach. Ach so, ja, okay, ja. Aber das ist ein Kopfbahnhof.
kann ich ja nicht ohne Aufsicht fahren lassen. Gehen wir da mal rein. Bergstrecke fahren. Beginnt dezent spät zu, die Bahnübergänge. Ich hoffe, wir kriegen jetzt kein Problem, dass dann ein anderer Zug jetzt hier drauf fährt. Komm, ein bisschen mehr Schmack ist hier. Die 50 Chance, dass ich einen Unfall baue, so. Ah, das habe ich gar nicht gesehen, so eine kleine Burg hier. So, und hier ist der Bahnhof, da bleiben wir dann mal stehen. Wenn ich es hier echt schlecht sehe. Na, so geht jetzt die Controls nicht. So, bitte alles einsteigen. Kommt der bei uns hier rauf? Jetzt produzieren wir einen Unfall. Den schicke ich jetzt nicht mehr zurück. Mal schauen, wie das jetzt gleich aussehen wird. 3, 2, 1. Aus dem Weg! Ach ja. Entschuldigung an alle, die da jetzt mitgefahren sind. Ja, da habe ich fest Freude. Ey, die sind nur aufgeklebt. Doris? Haben die auch einen Namen? Nein, die heißen alle Doris hier. Tja. Eigentlich sonst nur irgendwo eine Entgleisung oder hat alles funktioniert? Nö. Okay. Ja, das mal zu dem. Schauen wir mal, ob wir was Deutsches haben. Ich dachte, ich hätte was. Das ist amerikanisch. Die Map, die heißt Fuck You. Alles klar. Base Layout Redux Multiroom. German Winter Dream. Oh, schauen wir uns das mal an. Was haben wir denn da? Okay. Ach, das soll so den Controller nachstellen, den man normalerweise hat. Gleismaster. Und ein Raucher. Süßgebäck, Geschenke. Was zum Trinken? Eisenbahn, Servier. Wunschliste, Bier. Dreckler-Haut! Geil! Ah, cool! Trackers! Snackers! Cool! Oh, das Windspiel! So ein Ding haben wir auch! Nice! Okay, ich glaube, das soll hier so ein Diorama sein. Kleiner Bahnhof. Können wir mal hier reingehen? Ein bisschen dunkel hier. Gehen wir doch wieder raus. Kleine Drehscheibe. Kleine Dorf da mit der Kirchen. Okay. Und man geht jetzt in den Tunnel rein. Oh, ich glaube, das ist noch nicht ganz fertig. Da fehlen Sachen. Bahnbetrieb wurde wegen Schnee eingestellt.
Also ich höre was fahren, ne? Aber ich sehe nichts. Hier irgendwo anders. Gibt's noch mal so Hidden Rooms? Schauen wir mal kurz hier rein. Nee. Da hier drin. Hier drin ist auch nichts. Ich höre es, aber irgendwo ist nichts. Oh, da total verschneit. Das hat er auch nachgestellt. Okay, ja, cool gemacht. Sehr cool. Also vor allem die Track-Larone da. Das Knaller. Schauen wir mal, was haben wir noch? Das war German Wintertip. Straßburg Railroad. Alps-Diorama. Alpen. Oh ja, das muss man gerade anschauen. So als Fake-Schweizer. Okay. Interessant. Ach, und da könntest du deine... Cool. Das ist so quasi dein Hobbyraum. Gehen die auch wohin? Ah ja, Tatsache. Und da so eine Schleife. Kann ich da durchgehen? Nö. Also ja, schon, aber... Was habe ich hier drin? Ah, wieder die Formen. Der Bergruf 2020 Trackmeister Inc. All Rights Reserved. Uses Real Terrain Technology. Okay. Area of Modelleisenbahn, Coconut Pie, Precision Sins. Alles klar. Was hier denn alles? Longest Tunnel, Gotthard Basistunnel, 57 Kilometer, High Station, Jungfraujoch. Longest Bridge, Letzigraben Bridge. Okay, das ist so Compilation von dem Ganzen, oder wie? Hat so einen kleinen Bahnhof hier oben. Ah, hier ist das noch nicht ganz fertig. Da ist der Schattenbahnhof. Mit den Schattengleisen da. Hier sind wir wieder draußen. Ich würde sagen... Was ist denn das hier gut? Ach, eine Zahnradbahn. Und die fährt wohin? Hat die überhaupt ein Ziel? Gehen wir mal da in den Tunnel rein. Ob das mal irgendwie nachgehen können. Ja, die geht doch, die geht hier rauf. Und endet dann da. Okay, coole Sache. Ja, dann nehmen wir uns doch mal einen Zug hier. Tun wir mal irgendwo platzieren. Was ist hier, nehmen wir mal das Blaue da. Achso, wie mache ich denn das jetzt? Edit Track, Details, Terrain, Edit Room. Gibt es irgendwo so einen Kasten, wo man sich die Loks rausholen kann? Wo ist denn der? Hallo? Und ja, nur die. Das wird das Malgedöns. Ach so. Ah, so. Was nehmen wir denn da jetzt? Das amerikanische Zeug. Dampflok. Passt auch nicht. Nee. Nö. Nö. Alles doof. Ja, cool. Gibt sogar einen Lego-Zug. Ist ein bisschen so viel Army-Zeugs hier.
Es ist mir im Workshop auch schon aufgefallen, dass es ein bisschen amerikanisch lastig ist. Gut, wir könnten aber so ein paar Pullman-Wagen. Wobei, die haben wir schon gesehen, machen wir was anderes. Autotrain? Nö. Ich wäre schon mit der Deutschen Bahn zufrieden, da irgendwie so Assets. Könnten wir mal die Suche probieren. DB. Nö. Vielleicht Deutsche? Auch nicht. Ein Ö kann er nicht schreiben, sondern ÖBB. Was kann man denn sonst noch nehmen? BR vielleicht. Intercity Abt, das ist Englisch. British Ray Blue. Das sind englische Wagen. Okay. Da werde ich jetzt nicht schlau draus. Open Delivery Meter Crate or Donut. Dann nehmen wir mal hier doch was Amerikanisches erstmal. Wollte ich gern Lichter. Hier so drauf. Komm mit der mal mit. Passt jetzt eh ganz gut mit der Oberleitung. Aber wie viele tausende Stunden an Arbeit es ist, sowas in echt zu bauen. Macht echt die Leidenschaft dafür. Das muss bestimmt jetzt so. Dass mir der Tunnel hier nicht nachgebildet ist. Oh, scheiße, ich habe meine Fernbedienung verloren. Gib her, gib, gib. Ich möchte wieder raus. Kommt denn die jetzt wieder raus hier? Wo sind wir überhaupt reingefahren? Nach da unten. Also, wir haben die Lok verloren. Vorerst. Jetzt habe ich schon wieder. So. Ach, hier war ja auch noch das Panel. Kann ich dich. Irgendwann schaffe ich es. So, jetzt. Kriegt man nicht auch mal auf die Strecke? Wo ist denn jetzt die andere Lok hin? Ach, da unten. Macht dazu die Schleife. Okay. Das wäre mal das. Schauen wir uns noch eine an. Und dann lassen wir es aber. Virginia Coal, Bockpit Mine. Romantisches Rheintal. Das klingt auch schön. Oh, Karnevalmodus. Boat returns automatically. Okay. Augeln. Chip-Knopf. Boah, und was zum Essen. Boah, ich will auch. Ein Gleis zum Erfolg. Bierverlag. Der Typ wird mal sympathisch. Großer Bahnhof hier. Aber keine Loks drauf. Aber hier kann man rumgehen. Weinfelder. Was? Lüdendörfer Brücke, Bridge, Brücke von Bridge at Trivangen. Bis sie zerstört worden ist. Krass. Okay. Da geht's in den Tunnel rein. Ah, das ist hier der Schattenbahnhof. Und auf zwei Linien fahren da primär.
Da rein. Eine tote Strecke da. Und dann hier wieder rein. Ah, kleine Teststrecke. Oh, was haben wir hier? Fake Meister, 3 Steps, how to copy other people's name, cause you speak from it and are too nasty to create your own personal name. It's new Maple Press. Fake Meister. It's possible pretending to be a Meister. Geländelehrgang. Hasse Kaneda so sehr begann, ein Deutscher zu sein. Das ist cool. Da hat jemand Humor. Ja, okay, schade, hier ist nichts los. Hm, was soll denn das eigentlich hier sein? Spaß. Spaßkasse. was? Wer ist das South Park? Die Anspielung verstehe ich jetzt gerade nicht. Und die Musik ist aus. Nein! Jetzt nicht mehr. Okay. Cool. Was haben wir sonst noch so? Last City. Gut. New Game. Osak Terminus. Percival Live. New Game. BJR. Nee. Compiled Shelves. Sunnyland. Year 2 Electric Boogaloo. Sierra Near River. Brenner Meeres Sodor. Sodor, das ist doch von. Was ist die Figur mit dem roten Shirt? Achso, er da. Ja, ja, stimmt, du hast recht. Sodor, das ist doch von. Die blaue Lokomotive. Wie heißt sie nochmal, die Kinderserie? Mir fällt es gerade nicht ein. Wie hieß denn jetzt nochmal die Serie mit den entsprechenden Dampflokomotiven? Verdammt. Muss ich gerade nachschauen. Das gibt's doch nicht. Das heißen Thomas. Thomas, die kleine Dampflokomotive. Ah, Musik. Bitte, danke. Okay, das sieht schön aus. Eine Black 5, würde ich mal sagen. Oh, das sind mehrere Dioramen hier. Die lassen wir mal fahren, oder? Okay. Ach, und jetzt die unterschiedlichen Gleise. Lok fährt jetzt, glaube ich, auf dem rechten Gleis, oder? Ja. Wenn ich das richtig sehe, geht es dann da gerade weiter. Du fährst dann auch gerade. Okay. Also hier hat es mal noch nix. Holy shit. Okay. Oh, da soll ich echt eine Mühe geben hier. Mit den einzelnen Dioramen. Den ersten kleinen Bahnhof. Und die Lok würde dann hier nach links fahren, in das Depot rein. Da ist dann auch schon Schluss hier bei dem Diorama. Dann schauen wir uns mal die andere Seite an. So eine Abstellgruppe hier. Holzverlad. Und die hat auch noch nichts. Da haben wir angefangen. Kleines Dörfchen hier. Mit einem ganz kleinen Bahnhof. Oh, krass. Manche Leute haben zu viel Freizeit. Nice.
Ach, und hier ist dann die Schleife. Unsere kleine Bergszenerie. Und das war's. Gibt's hier drin noch was? Ah, nein, das sind einfach nur die Schattengleise da. Und unsere Lok da hinten dürfte dann demnächst mal entgleisen. Wo ist sie denn? Ach, da ist sie ja. Ach was, nicht entgleist, doch entgleist. Ich hab's doch gesagt. Auch eine coole Idee, sowas zu machen. Mit den unterschiedlichen Dioramen da. Okay, eins doch, dann lass es. Ich find's echt spannend, was man hier so sieht. Small British Layout, British Countryside, Branchline, Mesa 1928. Northeast Corridor. Nee. Melbourne, Helvetia Viadukt. Witz. Der rote Pfeil! Oh mein Gott! Der ist hier drin! Was? Nee. Nochmal raus. Ah, okay. Das ist dann. Ja, lass mich raus. Dann hier das Schattengleis. Na, wie geil. Und eine Seilbahn. Cool. Ah, ich hab Freude. Nice. Ah, oh, ist hier cool. Ich komme jetzt. Nee. Nur für Geldwäsche. Oh, Käse Raclette. Ich will. Mikronar Schweizer Kräuter zu der Friedhof nicht. Goku. Nein, es hat sogar eine Krokodil. Ist nicht wahr. Und die. Nee, geil. Ich wusste gar nicht, dass wir hier eine Krokodil haben. Und Schweizer Signale. Oh mein Gott. Nice. Hey, wie geil sieht das denn aus? Und der Schnee ist dann sogar weg. Oh, wie cool. Ah, ich muss mit der Krokodil fahren. Das. Oh nein, fahr mal. Was? Nee, das bewegt sich Stunden nicht. Na, ach nee, das ist aber doof. Na, das ist jetzt aber echt doof. Kein Fahrwerk. Es ist zwar schön, dass wir die Krokodilen haben, aber dass sich das Fahrwerk nicht bewegt. Jetzt so. Bescheiden. Schade. Aber trotzdem. Cool, dass er das überhaupt reingebracht hat. Kann ich eigentlich bei dir reingehen? Nö. Aber. Oh, das ist innen sogar modelliert. Hut ab. Hier drin auch? Weitestgehend. Und bei der Krokodil selber. Naja, so ein bisschen. Immerhin. Okay. Ja, coole Sache. Wo bin ich? Wo bin ich? Kamera. Danke. Haben wir hier noch Room Size? Okay, da kann man das noch ändern. Nichts Interessantes. Das sind einfach nur die allgemeinen Einstellungen. Gehen wir auf Mitternacht. Sieht man jetzt natürlich nicht so viel Besonderes. Eine Karte noch. Dann ist es aber wirklich gut. PSZ Alpha. Illinois. Wyoming Subdivision. Otira. Future updated. Best map ever. Nee.
Was ist denn mit der Musik hier los? Jedes Mal. Ah, scheiße. Okay, machen wir jetzt die Map. Da wollte ich jetzt gar nicht raufklicken, aber jetzt machen wir es. Okay. Moinsen. Sieht schon mal spannend aus. Ich möchte hier mal. Ach, jetzt so kleine Elektroloks. Okay. Okay, das soll. Okay, das hat. Na, das hat auch noch nicht fertig. Hier, das sieht aber echt schön aus. Ja, so kleine Berge. Okay, da wird er noch eine Stadt hinbauen. Und dann geht es hier so in Serpentinen darauf. Kann man in die einsteigen? Naja, so semi. Also hier könnte man so drin stehen. Lass mal die mal fahren. Müssen wir aber hier wieder rausgehen. Sehr süß. Aber ich glaube, die Wagen sind dezent zu groß. Cool. Okay, der fährt dann hier rauf. Und was haben wir dann da oben alles? Also, jetzt so eine Gebirgsbahn, große Abstellgruppe. Hier vermutlich kommt dann Wasser und so hin. Oder ein Berg. Also man sieht, dass er. Hallo Flugzeug. Da mittendrin ist. Oh, das würde ich nochmal gerne anschauen, wenn es fertig ist. Süß. Okay. Ja, Leute. Das soll es erstmal für heute gewesen sein. Eventuell spiele ich noch später ein bisschen Chains in World. Aber das war's erstmal. Jetzt habt ihr mir da das Rolling Line gesehen und die neue Strecke von Train Sim World. Und ja, das war's. Ich wünsche euch was und habt ein schönes Wochenende.